Lindenholz und Fotografien. Das beinhaltet die Ausstellung hier in der Galerie Lörl in Mönchengladbach. Die Künstler heißen Thomas Künappe, Paul Distel und Dieter Nuhr. Die Ausstellung wird voraussichtlich bis Ende Juni stattfinden. Ja, also ich freue mich sehr, dass der Paul Distel heute auch hier seine tollen Sachen, seine tollen Werke zeigt. Es ist einfach eine spannende Position auch. Auf der einen Seite die Stahlarbeiten von Thomas Künappe und dann die Arbeiten von Paul Distel hier zu zeigen, die eine unglaublich einheitliche und gute Bildsprache haben. Wenn man sich die Arbeiten anguckt, das könnte auch ein richtig souveräner, älterer Künstler sein. Also man sieht, dass Paul Distel genau weiß, was er macht. Die Bearbeitung ist höchst professionell und ich habe einfach die Arbeiten gesehen und muss sagen, ich suche die Sachen natürlich auch für die Galerie aus, wenn ich was sehe und sage, das habe ich noch nicht gesehen, das ist spannend, das ist eine tolle Position. Und wenn man dann noch den Künstler kennenlernt, der so professionell und sympathisch ist, dann fällt es einem natürlich leicht zu sagen, hast du Lust, bei uns eine schöne Präsentation zu machen? Du wohnst auf dem Land und wohnst da auch sehr bewusst, weil du da gut arbeiten kannst. Ja, also die Umgebung, die unmittelbare Natur ist sehr wichtig für meine Arbeit, weil natürliche Formen, der Ahornsamen oder die Buchecke, ja, Ausgangspunkt für meine künstlerische Arbeit sind. Wir stehen hier vor Ihrem Kunstwerk mit dem Namen Acer. Acer, das bedeutet, das ist ein Ahornsamen. Und diesen Ahornsamen hast du eben halt in diese Größe und auf Holz gearbeitet. Ja, eigentlich hängen die Ahornsamen doppelt, also paarweise am Baum, und es tauchen aber auch Dreierpaare auf. Und das finde ich statisch total interessant, wenn die auf dem Boden landen und dann so stehen, dann ist es total stabil. Und das macht dadurch eigentlich einen interessanten architektonischen Raum auf, der für mich als Bildhauer dann interessant ist. Wir haben aber noch gar nicht über deinen Werdegang gesprochen. Du bist ja noch ein sehr junger Künstler und warst Meisterschüler in der Kunsthochschule Kassel. Mhm. Ich habe im März 2020 meinen Abschluss in Kassel gemacht und ja, seitdem bin ich jetzt selbstständig und freischaffend tätig und arbeite zum einen in einer kleinen Galerie in Kassel zusammen und aber auch jetzt mit der Galerie Lörl hier in Mönchengladbach. Also das ist oft so, dass mir Dinge einfach beim Spazierengehen, dass ich die entdecke und dann merke, okay, da steckt irgendwie was Interessantes drin und dann recherchiere ich dazu und schaue mir die verschiedenen Entwicklungsstadien von den Dingen an. Also aus dem Ahornsamen wird ein Baum, der dann wieder Blätter und Samen trägt. Also da ist ein Kreislauf da und ich versuche zu ergründen, was da passiert im Detail und das quasi in eigenständige Arbeiten zu übersetzen. Ja, wir stehen hier vor einer wunderbaren kleineren Skulptur und diese Skulptur hat den Titel oder heißt Ligusterschwärmer. Es sieht aus wie ein Kokon oder mehr oder weniger eine Puppe, aus dem also demnächst wohl ein Falter entstehen könnte. Das Puppenstadium von einem Schmetterling ist ja eigentlich wie so ein Zwischenwesen zwischen Leben und Tod. Ich frage mich da, was denkt sich der Falter, wenn er in diesem Kokon liegt? Der weiß ja nicht, was kommt. Der weiß ja nicht, dass er plötzlich Flügel haben wird. Also es ist eigentlich, ja, die Puppenruhe ist so ein Stadium zwischen Leben und Tod. Und man sieht hier quasi schon diese Linienführung, die zeigt ja quasi schon die angelegten Flügel vom Falter. Und der reißt dann quasi im Nackenbereich auf und dann schlüpft der Falter raus. Und das ist das Lindenholz auch oder ist das? Das ist Eichenholz. Das ist Eichenholz diesmal. Und man möchte ja diese Skulpturen, möchte man ja sofort streicheln. Du hast da was mitgebracht, ja? Du glättest ja diese Skulpturen.
Kannst du das mal zeigen, was du... Ja, also die Technik basiert eigentlich auf einer marokkanischen Verputztechnik, bei der Kalk geglättet, also gepresst wird, und dafür nimmt man einen ganz festen Halbedelstein, und mit dem presse ich quasi so über die Oberfläche und drücke meine mineralischen Pigmente und Erden quasi in die Holzoberfläche rein. Hasenleim ist ein uraltes Bindemittel aus tierischen Inhaltsstoffen, also Knochen und Hasenhaut. Und das ist der Leim, mit dem man früher immer verleimt hat, also mit verschiedenen Knochenleim, aber zum Beispiel Hasenleim. Und als es noch keinen Kunststoffleim gab. Und auch die Oberfläche, das sind ja auch keine Farben, das sind ja Natur, Erde ist das, oder wie muss ich mir das vorstellen, ist das entstanden, die Oberfläche? Ja, das sind verschiedene Erden, also die rote Erde in dem Fall ist zum Beispiel Terra di Siena, also italienische rote Erde, und ich mische da ganz unterschiedliche mineralische Stoffe, also von Kalk, Asche, Erde, unterschiedliches kommt da zusammen und wird quasi in diesem Verdichtungsprozess miteinander verbunden durch Druck. Wir sehen hier einen Setzling, ja, und der ist ja nun ganz besonders wichtig, also wenn man an das Baumpflanzen denkt, wenn man überhaupt an das Pflanzen denkt, wenn man an die Natur denkt, wenn man an das Leben denkt. Für mich war eben Ausgangspunkt, dass ich den Setzling als Form ganz spannend finde und einfach staune über diese Form. Und ich denke, in dem Staunen über etwas liegt einfach eine große Kraft. Ich komme jetzt nochmal auf die Schöpfung zurück, das hat mich doch sehr interessiert, weil das ja also schon der Beginn ist. Wie hat alles angefangen? Was denkst du dazu? Und du sagst doch, deine Arbeiten existieren eigentlich nur so oder entstehen nur so. Ja, es ist ein Staunen über die Schöpfung und über das, was uns umgibt. Und ich denke, dieses Staunen ist einfach, also wenn wir eine Transformation gesellschaftlich hinkriegen wollen und einfach einen anderen Umgang mit der Natur, dann ist das Staunen einfach ein ganz wichtiger Teil. Also das ist eigentlich die Grundvoraussetzung für einen Wandel im Umgang mit der Natur. Ja, Paul, wir stehen ja hier vor einem Objekt, wie heißt das? Aufbruch. Aufbruch. Aufbruch heißt, jetzt ist der Frühling da, ja? Ja, das war tatsächlich letztes Jahr im Frühling, als ich das so gesehen habe. Und zwar war ich spazieren und habe an einem Buchenbaum eine Knospe gesehen, wo praktisch schon zwei Blätter rausgekommen sind. Und da... Das ist quasi der Beginn der neuen Saison, wo es einfach aufbricht. Und das fand ich total spannend, weil sich dadurch so eine offene Form ergibt. Also aus diesem Geschlossenen hier bricht es raus und das ist so ein erstes Offenbaren, was jetzt kommt. Ja, Paul, mich haben deine Kunstwerke, deine Skulpturen wahnsinnig interessiert. Ich bin ganz begeistert davon. Dieter Nuhr, Autor, Kabarettist, Künstler. Wort und Kunst. Kunst und Wort, das können Sie ja vortrefflich. Ich will es hoffen. Also für mich ist es nicht schwierig, die Medien zu wechseln, weil ich finde, dass alle Medien ihre eigenen Ausdrucksmöglichkeiten haben. Bilder sind viel abstrakter als Worte. In Worten kann man Gedanken formulieren, kann man einen Gedankengang formulieren, eine abstrakte Weltsicht. Bilder sind mehr assoziativ, sie lassen viel mehr offen als Worte. Und ich glaube schon, dass beides unserer menschlichen Wahrnehmung entspricht. Also wenn wir Bilder wahrnehmen, dann ist das eigentlich so unser Hauptsinn, glaube ich, die Welt mit den Augen wahrzunehmen. Aber wenn wir geistig verarbeiten, was wir sehen, dann benutzen wir eben Sprache. Sie wissen, dass Sie da wahnsinnige Vorbilder haben. Also mir fällt da ein Günter Grass. Günter Grass war ja nun auch ein Nobelpreisträger.
Autor und Grafiker. Und er wusste ja manchmal gar nicht, was ist eigentlich wichtiger für ihn oder was ist er überhaupt. Ne? Dann kam dazu noch, also in der Zeit jedenfalls, Enzensberger, das ist eh nicht. Und ja, und eigentlich haben wir ja vielleicht auch Niedigen. Ja. Ja, ne, der macht ein bisschen Musik und malt auch. Ja, und da sind sie doch eigentlich in wahnsinnig gut aufgehoben. Ich fühle mich in vielerlei Hinsicht gut aufgehoben in meinen Medien. Es ist so, dass die keinen von denen als mein Vorbild betrachten würde. Also ich glaube einfach, dass es eine natürlicher Vorgang ist, dass Menschen, die sich als kreativ empfinden, dass die sich nicht auf ein Medium beschränken. Also ich glaube, das ist oft auch diesem Vermarktungsgedanken geschuldet, dass die Leute sich auf irgendetwas konzentrieren, weil es das ist, womit sie ihren Lebensunterhalt verdienen müssen vielleicht. Ich glaube, in dem Moment, wo Menschen Kreativität frei leben und sich darum jetzt nicht Gedanken machen müssen, weil sie eben Nobelpreisträger geworden sind oder weil sie Kabarettisten sind auch, dann ist man frei in seiner Kreativität. Und ich kann mir Gott sei Dank durch das, was beim Fernsehen dann passiert ist und das auf der Tournee, konnte ich mir immer meine Arbeit leisten, ohne darüber nachzudenken. Ich konnte als anderer Ende der Welt reisen und meine Fotos mit nach Hause bringen. Und das eine hatte mit dem anderen immer zu tun bei mir. Es kam immer aus demselben Kopf. Und dass das Kabarett jetzt populärer geworden ist, liegt an dieser Form, liegt am Fernsehen. Aber für mich war das immer eins. Ich habe das gar nicht getrennt. Für mich war das jegliche Form von Kunst immer Lebensraumerkundung. Und das eine passierte eben mit dem Wort und das andere im Bild. Ja, und wir stehen hier vor einem Bild, einem ehemaligen Foto. Ja, es sind mehrere Fotos. Also über die Corona-Reisebeschränkungen konnte ich ja nicht mehr reisen. Dann habe ich angefangen, mein Material zu remixen und habe festgestellt, dass in meiner Erinnerung eigentlich die Bilder immer weniger eindeutig werden. Das heißt, wenn man auf etwas blickt, in der Jetztzeit hat man ein klares Bild vor Augen. In dem Moment, wo es man es in der Erinnerung wieder abruft, vermischen sich die Bilder, überlagern sich auf verschiedene Ebenen. Und das habe ich dann auch mit meinem Bildmaterial gemacht. Hier ist zum Beispiel eine Wellblechwand aus Schottland, die sich vermischt mit einer Landschaft aus Schottland. Hier ist die Küstenlinie, hier ist ein Berg, ein Fels, der sich ins Wasser zieht. Das hier ist kein Fischauge, sondern das ist wiederum eine Schraube von dieser Wellblechwand. Hier im Hintergrund sehen wir noch eine zweite Horizontlinie. Das ist so ein bisschen im Nebel verschwimmend, eine Bergfront, die dahinter liegt. Und diese Landschaft habe ich praktisch eingearbeitet. Manchmal kommt die Landschaft nach vorne, hier unten kommt dann wieder die Wellblechwand nach vorne. Und so vermischen sich die Bilder, wie sie sich auch in der Erinnerung vermischen. Es wird ein Farbklang, es wird einfacher, das Bild, so wie die Bilder in der Erinnerung reduzierter werden, immer sich weiter auf das Wesentliche reduzieren. Und das ist das, was ich versuche im Bild auszudrücken, einen Klang zu fassen, den ich damals vielleicht selber wahrgenommen habe. Und aber das ist ja schon Malerei, ne? Es ist ja, Sie haben es ja geht über in Malerei, ja. An der Fortbankschule, ja. und haben dann aber fotografiert. Ja. Ich normal oder analog fotografiert. Ja. Kenne ich jedenfalls noch einige Fotos von Ihnen, ja. Aber jetzt kommt ja eigentlich, kommen Sie ja eigentlich, verwandeln Sie das ganze Jahr zu einem. Es wird immer. Ich habe immer schon versucht, malerische Fotos zu machen, habe immer schon gesagt, dass ich eigentlich mich nicht als Fotograf sehe, sondern als jemand, der Bilder macht. Und dann habe ich halt eben irgendwann angefangen, die Kamera als Pinsel zu benutzen, sozusagen. Und jetzt durch die Kombination der Bilder, durch das Ineinanderarbeiten, also sind nicht einfach übereinander gelegt, sondern die sind schon ineinander gearbeitet, die Bildebenen kommen vor und gehen nach hinten, wird es noch malerischer. In den ganz neuen Arbeiten male ich auch in die Bilder rein, digital, und vermische teilweise 70, 80 Ebenen miteinander, auch mit dem Pinsel, also die werden richtig gemalt. Und so wird das Ganze jetzt über die Corona-Geschichte, wo ich eben nicht mehr nur neue Bilder einsammle, immer mehr zu so einer Art malerischen Erinnerungsarbeit.
Sie waren ja in aller Welt jetzt, ne? Mit der Kamera. Aller nicht, aber. Was fehlt denn noch? Ach, gibt noch ganz viel, was fehlt, ja. Es fehlt aber auf jeden Fall jetzt Russland. Ne? Das können Sie ja jetzt nicht machen, wegen der Corona-Krise. Russland war ich auch schon, aber das ist schon ein paar Jahre her. Ja, St. Petersburg hoffe ich, dass wir das im November machen können. Aha. Wir haben die Ausstellung jetzt zum dritten Mal verschoben. Mhm. Im November ist jetzt der Termin, aber ich war auch schon mal in Russland, damals noch UdSSR, in Moskau 1982. Da habe ich jetzt auch sogar Bilder von. Habe ich jetzt leider nicht hier. Kann ich nicht zeigen. Mhm. Auf jeden Fall habe ich jetzt auch angefangen, ganz alte Reisefotos von mir, aha, zu verarbeiten. Also Erinnerungsarbeit in eigener Sache zu betreiben. Und es gibt noch ganz viele Flecken, wo ich nicht war. Sibirien möchte ich gerne noch hin. Mittelamerika ist so ein bisschen ein blinder Fleck. Hat mich auch komischerweise nie so richtig dahin gezogen. Aber muss ich auch noch machen. Also sprich, oben ist bei mir Mexiko die Grenze, unten Peru, Brasilien, Argentinien. Und darüber, da ist so ein blinder Fleck. Ich werde weiter an meinen Bildern arbeiten natürlich im Moment. Das ist ganz zentral. Das Malerische gerät jetzt immer mehr wieder in den Vordergrund. Ich glaube, da wird die Richtung so ein bisschen hingehen. Bin sehr gespannt. Sobald es wieder geht, werde ich auch wieder auf Reisen gehen. Sobald ich kann, vielleicht im Sommer nach Georgien oder irgendwie sowas, was ich ein wunderbares Reiseland finde und möglicherweise. Reisen gilt ja indessen als Corona-asozial, so als würde man als Reisender das Virus um die Welt tragen. Ich bin sehr viel in Spanien, weil ich da teilweise lebe mit einem Füßchen und ich kann nur sagen, nirgendwo ist es sicherer als da, wo Menschen in ihre Häuser irgendwo hinfahren und einsam leben. Und dann ist es völlig egal, ob das in Spanien ist. Ich kann noch nicht begreifen, dass man nicht in sein Ferienhaus in Mecklenburg-Vorpommern darf. Was ist das für eine Idiotie? Kaum zu fassen. Ich werde versuchen zu reisen, nicht weil ich asozial bin, sondern weil ich meine Welterkundung weiter fortführen möchte und das für absolut sicher halte, vor allem wenn ich dann geimpft bin. Danke Ihnen. Herr Professor Harald Kunde. Kannst du ganz allgemein was sagen zu den verschiedenen Werkgruppen hier und dann frage ich dich noch spezieller. Was wird hier gezeigt in Mönchengladbach? Hier werden 4 Arbeiten aus der Reihe Dynastie gezeigt. Alle sind aus Edelstahl, 3 sind aus Edelstahl, der perlgestrahlt ist, also mit einer matt seidenen Oberfläche, und eine ist hochglanzpoliert. Ferner habe ich noch Wandarbeiten mit Zahlen, die in dem Background der Geschichten und für meinen Background wichtig sind. Thomas, wir stehen hier vor einer Werkgruppe aus 3 Arbeiten, die alle den Titel Modell Dynastie tragen. Und für mich kann man an dieser Werkgruppe sehr schön sehen, wie du arbeitest und wie du verschiedene formale und Oberflächenwirkungen geradezu herauskitzelst, damit der Betrachter die Unterschiede sinnlich erleben kann. Also die Arbeiten bilden in deinem Verständnis Dynastien aus, wo sie zusammengehören, Herrschergruppen. Ja, ja, genau, das ist genau so richtig. Und wenn wir uns jetzt etwas näher anschauen, dann sieht man, dass du sozusagen immer an der Schwelle arbeitest zwischen gegenständlicher und abstrakter Lesbarkeit. Manche deiner Skulpturen erinnern auch an Tiere auf der Weide. Big Animal heißt ja nicht umsonst eine große Werkgruppe. Wichtig ist, glaube ich, dass du etwas uns erzählst über den Herstellungsprozess, damit das Publikum sich vorstellen kann, wie es dann am Ende zu dieser Form und zu dieser Materialoberfläche kommt. Wie gehst du vor? Gibt es Skizzen? Wird das dann umgesetzt oder arbeitest du sozusagen aus der Bewegung heraus? Es gibt Skizzen, die aber eigentlich eher funktionieren wie Schablonen. Ich arbeite eigentlich mit Schablonen und kann diese Schablonen dann direkt aufs Material übertragen. Ich bin eigentlich ziemlich schnell 1:1 beim Material. Liegt das als großer Block im Atelier? Nein, das sind eigentlich alles Metallplatten unterschiedlicher Dicke, zwischen 2 und 4 Millimeter. Und je nach Größe entscheide ich dann, welche Blechstärke ich nehme. Und die werden dann, habe ich Schablonen, dann schneide ich die aus, verschweiß die. Und dann fängt der Prozess an, dass ich die Form praktisch aufblähe. Und mit Wasser in diesem Falle? In diesem Falle mit Wasser, ja.
Und da werden also, wird in das Metall, werden Schläuche eingeführt. Also wie geht das technisch? Das muss man sich ein bisschen vorstellen wie, wie mit Hydraulik. Also Hydraulik weiß ja jeder, dass Hydraulik bei allen Maschinen, Baggern, sind, die funktionieren ja alle durch hydraulischen Druck. Also gehen wir mal vom klassischen Bildhauerbegriff aus, der ja bis Ende des 19. Jahrhunderts Gültigkeit hatte. Da gab es zwei Methoden im Prinzip, wie man eine Skulptur erzeugen kann. Entweder man meißelt sie aus einem Material, bestenfalls Marmor, heraus, oder man bildet sie aus Ton und baut sozusagen Schritt für Schritt eine Skulptur. Im 20. Jahrhundert hat sich der Skulpturbegriff irrsinnig erweitert. Das wollen wir jetzt gar nicht alles ins Näheren betrachten. Aber du hast ja auch eine ganz eigene Form gefunden, wie du sozusagen deine Form aufbaust. Und das ist eben genau der spannende Punkt, wo ich dich nochmal fragen möchte, wie kannst du die Form steuern? Denn du arbeitest ja entweder mit Wasser oder mit Luft, mit hydraulischen Prozessen. Sind die so hundertprozentig steuerbar oder ist es ein Spiel, ein Wechselspiel zwischen Kalkül und Zufall, was dann eintritt? Es ist eigentlich kein großer Zufall. Gut, ich mache das jetzt schon sehr lange. Da weiß ich natürlich, wie die Kräfte verlaufen. Die Form, also die Form folgt der Kraft. Und die Kraft sucht sich immer den schwächsten Punkt. Da greift er an und fängt an, die Skulptur zu verformen oder zu formen überhaupt. Und das Schöne daran ist, dass die Form eigentlich genau dadurch, dass die Kraft immer sich den schwächsten Punkt sucht und die sind immer perfekt. Die sind immer, es gibt keine Frage. Es gibt nicht eine Frage, die könnte die Kurve vielleicht ein bisschen so sein oder die Wölbung ein bisschen so oder müsste ich das noch ändern? Diese Fragen stellen sich nicht, weil diese Rahmenbedingungen, die ich geschaffen habe, die entscheiden, also praktisch die Skizze entscheidet schon, wie die Skulptur nachher aussieht. Ich denke, das ist jetzt relativ deutlich geworden. Wenn wir dann die Form uns anschauen, gibt es natürlich immer dieses Wechselspiel zwischen den Volumen und den Durchbrüchen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig für deine Skulpturauffassung, dass du ja die Durchbrüche auch immer sichtbar machst als Negativform des Gemeinten. Da gibt es natürlich auch große Vorbilder. Henry Moore hat das als vielleicht prägende Formauffassung immer wieder verfolgt. Spielt das für dich eine Rolle, was es so an Vorbildern gab? Oder sagst du, ich habe das alles mal im Studium gehabt, aber ich versuche frei davon zu sein, um meine eigene Form zu finden? An sich fühle ich mich frei davon, was man natürlich eigentlich nicht behaupten kann, dass man überhaupt frei von der Geschichte, kein Mensch ist frei von seiner oder von der Geschichte überhaupt. Weil das sind natürlich alles Erfahrungen, die man zumindest, wenn auch nicht direkt, aber doch durchs Anschauen gemacht hat. Deswegen kann ich natürlich nicht sagen, ich bin frei. Aber die spielen jetzt direkt neben diese Arbeiten keinen Bezug. Jetzt sind wir hier vor einer ganz aktuellen Werkgruppe, die, glaube ich, zum ersten Mal in Mönchengladbach zu sehen ist, wo du mit Zahlen arbeitest. Also ich lese das so, dass die Zahlen für dich auch einen neuen emotionalen Raum ausbilden, der mit deiner Biografie etwas zu tun hat, vielleicht etwas deutlicher als die bisherigen Skulpturen, Lebensgeschichte transportieren, aber natürlich nicht für das Publikum offen lesbar. Jeder muss da mit etwas verbinden, was vielleicht mit seinem Leben zu tun hat. Ja. Insofern verabschieden wir uns jetzt hier aus dem Jahr 1889 und geben wieder zurück an die Redaktion. Ja, wir haben hier eine wunderbare Ausstellung gesehen, moderiert von Professor Kunde aus Kleve. Und wir haben wahnsinnig viel gelernt. Wir haben gelernt, wie die Skulpturen entstehen. Ja, und ich kann nur sagen, jeder, der zu uns kommen möchte, kann ich nur bitten, uns anzurufen oder eine E-Mail zu schreiben, und wir sind wirklich eigentlich immer erreichbar, auch wenn im Moment halt einige Einschränkungen es gibt, aber rufen Sie mich an, gerne, wir zeigen Ihnen die Ausstellung, unsere Galerie, wir nehmen uns immer viel Zeit, und ich kann nur sagen, ich glaube, jeder, der bei uns war
und dann auch unsere Künstler, unsere Kunst, unsere Räumlichkeiten angeschaut hat, ist begeistert und ich lade Sie herzlich ein.